Herzlich willkommen zu Dies, Das bei AgroTV. Heute sind wir in Frankfurt am Main und wir warten hier auf Haftbefehl. Und kaum sprech vom Teufel, kommt er. Ich bin hier. Alter Steiger, was geht denn ab, Dicker, Alter? Guck mal, ja, alles gleich. Oh Mann, Alter, ich hab dich doch Steiger, Alter. Ich hab dich voll vermisst. Wirklich? Ja. Warum? Ich hab dich voll vermisst, Steiger. Ich mag dich voll. Ja? Ja. Ich mag dich auch. Ich geb dir jetzt eine Wurst aus, eine richtige Frankfurter Wurst. Wo sind wir denn eigentlich hier? Wir sind bei Best Wurst in Town. Die haben 6 Scharfheitsgrade, oder wie sich das nennt. Ich red doch kanakisch, weiß nicht. Schärfegrade. Nee, Schärfegrade doch nicht. Die, der oder das? Die Schärfe gerade. Der Schärfe gerade. Axel, was geht? Alles klar? Geile Sau. Ey, ja, lass mal bestellen. Ja, warte mal. Bist du oft hier? Ich bin ein paar Mal hier, ja. Es gibt auch öfters. Es gibt einmal hier, dann gibt es das auf der Hanauer Landstraße, dann gibt es das in Darmstadt, in Wiesbaden, überall. Ich liebe es. So. Was geht denn ab? So, und erklär noch mal diese Schärfe gerade, die es hier gibt. A, B, C, D, E, F. A bis F geht's. A ist am leichtesten scharf. B ungefähr Tabasco schärfer. Richtig. B plus 10-mal schärfer als Tabasco. C, da steigst du ja dann ein. Ne? Wie oft wird F tatsächlich gegessen? Einmal die Woche. Zweimal die Woche vielleicht. Wird's probiert. Ganz gegessen, einmal alle halbe Jahr. Und das sind Leute, die das trainiert haben? Ja, unter anderem. Ja, die essen es von klein auf scharf. Also hast du es schon mal F gegessen? Probiert, aber keine ganze Wurst gegessen. Ein Stück reicht. Okay, komm, wir bestellen jetzt einfach mal Steiger. Okay, oder? Wir bestellen jetzt C. Wir fangen mit C an. Ja, mit C. Wir wollen C und ich möchte Pommes mit Doppelmayo. Ich liebe. Und ihr habt doch diese Pulversoßen, gell? Diese Pulvers hier. Ja, erzähl mal diese Pulvers in die Kamera. Guck mal, was für geile Pulvers die haben. Ja. Aber normales Curry. Das ist alles patentiert, ja? Jambalaya, bisschen süßlicher im Geschmack. Süßlich, weißer Pulver. Lemon Curry, fruchtig, saftig, weiter. Und Barbecue-rauchig. Barbecue-rauchig, was ist das? Paprika. Das ist das A&B-Chili. Da A&B-Chili, das hier? Bärlauch. Das ist Weller Hagen. Ja, okay. Damit ihr auch wiederkommt, genau. Ja. So, und was ist das da für eine Wurst? Rindswurst, Bratwurst. Und Feierabend. Ich nehme die Rindswurst auf jeden Fall. Ja. Ja, schau ich mal 2 verschiedene Geschmäcker drauf. Ja, bei mir, ich weiß, was drauf kommt. Bei mir diese süße Jambalaya. Jambalaya ist drauf. Okay, das kannst du Steiger geben. Okay, und was ist denn Wurst? Nee, komm, wir teilen uns das. Wir nehmen ja danach. Wir mischen. Okay, dann gib uns ein anderes Pulver. Ich zeig dir mal gleich auch Rindswürstchen. Die habe ich gerade gekauft. Das ist ein 10er Pack, ich habe 20 Euro bezahlt. Aber ist da ein bisschen Schweinefleisch drin? 100% Rindfleisch. Der Darm ist aus Schafseitling, heißt der. Halal. Das ist also Halal, ja? Halal nicht unbedingt, wir schächten die nicht, aber... Aber ja, ihr habt die islamische Einwanderung schon vorhergesehen, deshalb Rindswurst. Ja, natürlich. So viel Schalotte platzt eigentlich immer, wenn da runter. Also das ist eine Bischärfe, so. Steiger? Nee, warte kurz hier, mit Schärfe. Das ist, ohne Schärfe. Ist überhaupt keine Schärfe. Das ist auch ohne Schärfe gemacht. Ja, komm rein. So, das ist jetzt C. So, wer ist ein C? Komm, wir probieren. Hey, hier, C. C. C-A-P-O. C. C. C wie Capo, C wie Jam. Passt zu mir, ich will auch C. Servus, dies, das. Ist dies, das heißt es, ne? Dies, das TV. Geht aber noch. Geht noch. Also C geht noch. Nein! Kakao ist gut gegen Scherz. Lass mal den Kakao hier. Ich hab die C genommen. Oh mein Gott, ich bin gefickt. Du hast auch C probiert. Oh. Das ist C. Raffi, doppelte Rindswurst. Ich finde C jetzt auch nicht so krass. Ich finde C jetzt auch nicht krass. Ich schalte aus. Also ich finde jetzt C wirklich nicht. Geht, kann man essen. Kann man essen. Die kann man wirklich essen. So, wir wollen D. Wir würden gerne noch eine haben mit D, bitte. Was? Mit D. Das war die C. Das war die C, die hat uns geschmeckt. Wir würden gerne D probieren. Ja, mach mal leveln. Wir leveln mal. Okay. Also, hier ist jetzt D. Hier gibt's D. Hier gibt D. Er hat doch nachgelevelt. So. Hier ist D jetzt. Hier ist D. Hier ist normal. Hier, und du bist was für ein ganz normales Curry. Ja, bist du eigentlich oder was?
Was ist die bedeutet? Der geht super los bei dir, ne? Die geht aber auch noch. Der kackt gleich ab. Der kackt gleich richtig ab. Hey, kannst du jetzt mal D... Steiger, rest in peace. Kannst du hier D drauf machen nochmal, bitte? Okay, zeig mal D. Niemals! Steiger, nie! Steiger, rest in peace. So, für dich eine normale Rindscurry. Erstmal. Du gehst gleich K.O., ich sag's dir. Wie geht ja alle auf die Rechnung mit drauf? Also... Ich merk's, meine Augen tränen. Aber das ist aushaltbar. Das ist alles aushaltbar. Ohne. Hast du jetzt F? Ey, als nächstes käme F, ja? Nee, aber scheiß auf, nimm direkt F. F, wenn du eierst. Steiger, hast du Eier? Hast du Eier? Nee, das ist die falsche Frage. Okay, traust du dich, hast du Mut? Das ist eine gemeine Frage, weil dann mache ich immer alles. Ja, dann machst du Mut. Dann mach's mal, komm. Ich bin gefickt. Mach mal eine Elf für Steiger. Willst du Elf? Nee. Lass dir mal Ruhe jetzt. Nee, warte mal. Warte mal, jetzt kommt's. Der sagt, du bist gefickt. Jetzt kommt's. Ja, meine Zunge ist schon taub. Jetzt kommt's. Jetzt sind alle gefickt. Mein Mimmi kommt jetzt auch gerade. Warte, guck mal, unsere Augen sind, als wenn wir Drup auf Koks haben. Nee, aber jetzt kommt's langsam. Bei mir haut es schon wieder auch runter, also es geht wieder ein. Boah, ist ich glaube, ich möchte ein Stück Brot noch. Steiger hier. Ach so, meine Pommes. Okay. Hey, Dicker, alles geht auf mich hier, ja? Aber warum kommt das bei mir so spät? Ich bin gefickt, Alter. Was meinst du? Nichts Heißes mehr. F geht nicht. Nee. Und hör mal, kein E. Sonst können wir kein Interview mehr. Guck mal, wir können schon gar kein Interview mehr für mir beide, Alter. Können wir auch nicht. Warte mal so 15 Minuten, Alter. Hau mal rein. Erstmal, das ist Wurst. Okay, das war der Wursttest. Ich bin bis D gekommen. Ich bin nur bis C, Digga. Aber jetzt ist auch Feierabend, glaube ich. Obwohl, Prinz Pi sagt, er würde F essen. Niemals. Sagt er. Prinz Pi. Prinz Pi, ich zahle sogar deine Wurst. Wenn du nach Frankfurt kommst, ich lade dich ein. Ich lade dich, guck mal, wenn du zwei Stück isst, gebe ich dir 200 Euro. Wenn du zwei Rindswürste isst, ja, ohne Brot, ohne Kakao. Ich geb dir zwei Scheine, Digga. Aber ich glaube, der verkauft gut Platten. Mit F. Der Prinz Pi verkauft gut Platten, der braucht es, die zwei Scheine. Okay, das war unser Wurst-Test bei Best Wurst in Town. Wir sehen uns gleich, wenn wir PlayStation kaufen gehen. Mhm. D. D, ich war D. Er hat gewonnen. Steiger hat gewonnen. Aber ich dachte, ihr esst immer so. Weißt du, deshalb dachte ich immer, dass die Israelis und die Palästinenser hauen sich deshalb auf die Fresse, weil die immer so scharf essen. Das macht die Leute aggressiv. Bist du gerne scharf? Ja, wenn ich beim... Da war noch eine Wurst in meinem Mund. Allerdings, chinesisch esse ich gern scharf. Die haben noch dieses Öl, beim Italiener auch, dieses Öl mit diesem Dings, was sie selber machen, das esse ich. Aber so ekelhaftes Chemiezeug esse ich nicht, Digga. Das ist doch Chemie. Achso, das ist chemisch hergestellt? Ich weiß nicht, wie man Schärfe herstellt. Welche Peperoni ist denn so scharf, Alter, Digga? Auf dieser Welt. Ich glaube, es gibt so Urwald-Peperonis. Nein. So hart nicht, Scheiger, Alter. Ich bin gefickt, Alter. Was habt ihr für Slang-Ausdrücke? Nutten zum Beispiel. Was heißt das? Nutten ist, guck mal. Nutten ist, wie soll ich das sagen? Nutten ist so wie Wichser. Oder, aber Nutten halt, anders, Nutten. Aber es ist nicht Prostituierte. Nein, du Nutten, sagt man. Du Nutten, fuck mich nicht ab. Das ist so cool, untereinander sagt man das so, weißt du? Das heißt, also, du altes Arschloch. Das ist jetzt nicht die Abkürzung von Nuttensohn oder Hurensohn oder so, weißt du? Das ist einfach so Nutten. Nutten steht für du kleiner Nutten, sagt man bei uns. Sagen wir auch unter Freunden, Turgay, du kleiner Nutten. Ich fick dich. Kann ich das auch zu dir sagen, wenn ich dich nicht kenne? Nein, wenn du mich nicht kennst, dann mache ich den hier. Guck, so. Steph, Bruder. Ah, oh, geil. Ja, du kennst mich, Bruder. Ja, aber diesen irren Gesichts. Und dann, den habe ich auch noch dabei. Steph, für dich reicht der. Steph. Scharf als grad, allerdings ist es Z am Anfang. Guck mal, wie ich lache. So. Ja, so ein bisschen so. Ja, so lustig.
Ich sage ja, du bist auch fit, habe ich gehört. Ja, du K1-Fighter, du, MMA und so. Ja. Und dann kriege ich auf die Fresse. Ey, Steiger. Ja, ist so. Was hast du denn für eine schöne Jacke an, Alter? Ich will auch so eine. Was ist das? Ist die nicht von Tag Live? Nee, Echo. Dann tauschen wir jetzt. Echo. Ich gebe dir meine Tag Live Lederjacke. Die kostet 500 Euro, Mann. Deine? Ja, die kostet 5 Scheine. Okay. Komm, wir tauschen. Ich brauch sowieso eine neue. Ja, hier, komm. Zieh mal an, guck mal, ob die passt erstmal. Ja, die passt. Ja? Da kommt dein Hund mit. Guck mal, ob die passt. Ist ja größer als ich. Was ist geil, die ist noch frisch, die riecht noch nach Leder. Ja, ja, die steht dir böse. Cool. Sehr schön. Steiger und Steiger, meine Fett. Ja, der Ärmel ist kaputt, aber okay. Das habe ich dir jetzt erst erzählt. Egal, kein Problem, Steiger. Scheiß drauf. Kannst du flicken lassen. Hier, dein Feuer, Dicker. Danke schön. Feuer will ich haben. Ja, kannst du auch. Ist fett. Ja. Und sehe ich aus wie Kripo? Jetzt nicht mehr, Alter. Jetzt bist du offiziell Aslak, Digga, ho, Tag live, ho. Du weißt. Yeah. Gut. Bergerstraße. Erzähl noch was über die Bergerstraße. Die Bergerstraße. Komm, wir laufen wieder runter. Das war schon die Bergerstraße. Nee, Spaß. Also was ist denn das? Was ist jetzt der Unterschied zwischen, zwischen der Gallus und der Bergerstraße? Gallus ist Drogen. Bergerstraße ist schön Szene, schöne Bars. Da gibt es einmal das Bergers da vorne. Oder ist Bergers da? Nee, Bergers ist da, da wo es lila leuchtet auf jeden Fall. Da ist es Bergers. Und dann haben wir noch hier, also sind viele Restaurants, viel Essen. Aber hier geht nur bis 3 Uhr, Steiger. Also 3 Uhr ist die Sense. Dann geht es immer Richtung Hauptbahnhof. Endstation, Hauptbahnhof. Okay. Endstation, Hauptbahnhof. Hauptbahnhof Frankfurt ist Endstation. Also bis 10 Uhr morgens, gib ihn. Jemand kommt aus der Bar raus, kotzt über deinen Schuss. Das ist so Endstation. Aber hier ist so 10 bis 3 Uhr, kann man mit Freunden kommen. Essen schön, locker, schön Ralph Lauren anziehen, Hemd sitzen. Geht ihr hier auch aus? Also ja, ich gehe hier ins Destino. Hier gibt es eine Bar, die ist aber nicht auf der Berge. Aber die ist hier gleich um die Ecke, auch in Bornheim. Das ist ja Bornheim, wo Cello herkommt. Ja. Cello Pelo. Gestreckt dort mit Dextro. Ja, bist du. Ach, das ist Südberlin jetzt? Südfrankfurt? Das ist City, das ist Bornheim, ja. Südfrankfurt. Offenbach ist, grenzt an Bornheim. Ja, wir sind Offenbach, Bornheim, 2 Kilometer direkt. Ost sind wir, sind im Ost, Digga. Ost, ja, Ost, Süd, Ost halt. Okay, seit wann chillst du hier? Oder schon immer? Nein. Seit du ein Star bist. Baby, du weißt, ich bin ein Star. Wurzel Nummer 1 in einem Jahr. Ich mach Bada wie Rockefeller. Ho. Ich chill hier seit, schon als ich jung war, ich bin hierher gekommen. Mein großer Bruder war immer so vor mir, so Szene unterwegs. Geld machen, die Plomben wegdrücken und so. Und ja, irgendwie nicht so gut essen und so. Ich will nicht mehr in die Stadt, Steiger, ich kann nicht mehr in die Stadt. Ab da, also gehen so einmal rein, schnell, 2-3 Stunden, dann schon wieder ab, dann nach ab. Weil zu viele Leute, Stadt ist Chaos, Alter. Die wollen kommen, besoffenen, die denken, wir kennen uns seit 10 Jahren. Du weißt ja, die Leute gucken meine Interviews, die denken, ich sehe die auch, weißt du? Und dann denke ich, Bruder, weißt du? Bruder? Weil sie dich gesehen haben, Bruder, wie geht's? Alles klar, ja. Und dann muss ich das 100 Mal machen, dann ist mein Abend schon gelaufen, so, weißt du? Deswegen bleibe ich lieber hier, wo die Allmanns sind. Die machen so einen auf, ich kenne dich nicht, aber so am Ende kommen die so, ey, mein kleiner Bruder ist ein Fan von dir. Und dann zittern die so, wenn ich vor einem Fan ein Foto mache. Und so. Dann fangen die an zu zittern, dabei sind die Fans, so, weißt du, geil. Das finde ich voll geil. Ich will eine Playstation haben, Dicker. Ich verpiss dich jetzt. Oder du Land. Okay. Halt die Fresse. Ey, wollen eine Playstation kaufen? Wir müssen los die Playstation kaufen, nach Offenbach. Unten, ja. Okay. Excel, Alter! Spekta, wo ist meine Platinplatte? Ich will meine Platin haben, Alter! Alter, der hat mich gefickt mit der Kenai. Der Berliner hat mich einfach gerippt. Guck mal, Karl Kenai. Guck mal jetzt, wir gucken mal jetzt. Karl Kenai, ja? Schön, dich zu sehen. Oh? Steiger, ich glaube, das ist kein Leder. Ja, weil es Leder ist, es brennt nicht. Nee, deine Jacke. Du hast ja deine Jacke angezündet. Ja, ich guck, ob das Leder ist. Das ist ja jetzt deine, das ist ja meine hier. Ich guck, ob es Leder ist. Ja, ist doch Leder. Nee, die hat sich schon verformt bis hier. Guck mal hier. Loch, Schweineleder. Keine, nur Haram, Digga, Haram. Das ist nicht Helal. Guck mal, das ist Helal. Das ist von Kuh. Brennt nicht, siehst du? Meine Steph. Guck mal, gar nichts. Gar nichts. Du musst schon länger halten. Und guck mal hier. Kenai zur Seite. Lass mal Tag live richtig testen. Seite. Okay. Ja, zum Glück habe ich getauscht. Geile Sau. Ich schwör euch, komm vom Herzen. Ja, hast du mich schon auf der Splash angehabt, wo wir uns gesehen haben damals, alle. 2,9 oder so, alle. Die ist ganz frisch, die Jacke, die riecht sogar noch nach Neu. Ja, hier riecht es nach Husch. Nach ekelhaft, ich weiß, Leder.
Steiger, so sieht's aus, mein Bester. Genau so, nicht anders, Alter, den Nutten. Auf jeden Fall, Steiger. Ich hab ne Bitte an Spectre, Alter. Spectre, Cousin. Ich hab ne Bitte an dich, Alter. Guck mal, du hast das schon geschafft und so, gell? Guck mal, wir sind doch alle am Kommen, wir haben Hunger und so. Du willst einen Film drehen, oder? Ich muss meinen Friseur bezahlen und so, 10 Euro jede Woche. Ich geb dir noch einen 10er Trinkgeld, Spectre, wie soll ich das finanzieren? Rap reicht nicht. Spectre, Bruder, lass mal einen Film drehen, Alter. Das ist meine Idee. Ich schwör, ich lass sie patentieren. Ich sag, erste Film, den Spectre macht, wird mit Haft gemacht, ja. Das ist meine Idee, ich will einen Film mit dir drehen. Wenn ich Top 5 charte mit dem Album und Ende des Jahres noch ein Album bringe und nochmal Top 5, dann überlegen wir uns das echt, okay? Ich schmeiß es aber einfach mal so in den Raum. Ja, mit Top 5 heißt doch nichts. Ja, ist doch egal. Kann ich wenigstens so 200-300 Millionen investieren. Spectre investiert 200 Millionen, ich investiere 200 Millionen. Wir machen 50-50 wie Cousins und Servus. Ich bin der Hauptdarsteller und der Regisseur. Spectre ist Regisseur. Wir zersägen ganz Deutschland. Wir machen alles kaputt mit dem Film. Ich habe viel... 400.000 ist nicht, Kino, nicht viel für ein Kino. Egal, wir machen den so cool für 500.000, dass er trotzdem in den Kino kommt. Was wäre die Story? Einfach nur ein Koks-Dealer, der Crack-Dealer wird. Nein, Spaß. Dann lass ich mir auf jeden Fall... Wow! Dann lass ich mir noch was einfallen, auf jeden Fall. Aber wenn der Spectre Lust hat, also ich habe auf jeden Fall Lust. Wieso ist hier... Und wenn ich den Film drehe, dann du... Nein, jetzt lass mich doch auch mal nur mit haben. Ihm, nicht scheiß auf alle anderen Regisseure, diese 10 Jahre Film. Und mit ihm würde ich auf jeden Fall einen Film machen. Aber so richtig Gangster, Dicker. So mit Blue Lights und Crack-Kische und so richtig. Lass alles brennen, Alter. Lass rauchen, Dicker. Mit so Frauen, die in Unterwäsche die Crack-Pakete abpacken? Ja, gibt's auch, ja. Gibt's auch, ja. Alter, geil, das sind so richtig geile Szenen. Jack City, Alter, du weißt. Mit Goldzahn, Gino. Hast du viele solche Ideen und Projekte? Ich hab viele Projekte auf jeden Fall, Steiger. Guck mal, lach jetzt nicht so links von mir. Erst schmeißt du die Frage in den Raum, dann lachst du so in die Kamera, so richtig dreckig, Alter. Also. Digga, wenn ich mal meine spirituelle Welt auspacke, oh mein Gott! Inwiefern bist du tatsächlich spirituell? Bist du spirituell? Was für spirituell? Glaubst du an Gott? Natürlich glaube ich an Gott. Ja? Natürlich, was eine Frage, Alter. Hast du Angst vor Gott? Nee, ich habe keine Angst vor Gott. Weißt du warum? Weil ich nichts falsch mache und kein schlechter Mensch bin. Ich bin im Herzen sauber, deswegen Menschen, die Angst vor Gott haben, die... haben nur Angst, weil die vielleicht irgendwas gemacht haben im Leben, ja? Womit die nicht klarkommen, Alter. Warum soll ich Angst? Gott liebt uns. Warum sollen wir Angst vor einer Person, also Person wollte ich gerade sagen, Alter, Töbe. Warum sollen wir Angst haben vor Gott, wenn er uns liebt, Alter? Du hast nie was Böses gemacht? Ich habe gemacht, aber Gott wird mir verzeihen, weil ich viel durchgemacht habe. Und ich bin da reingerutscht, ich bin nicht so geworden. Ich habe mich auch geändert. Und ich habe nur einen Vater groß geworden, Steiger. Und ich habe alles selber. Mit 15, seitdem ich 15 bin, auf der Straße. 5 Jahre direkt durchgemacht, 6 Jahre. Danach Musik gemacht, dann wieder reingerutscht und jetzt bin ich raus, Dicker. Und Gott wird mir auf jeden Fall verzeihen. Glaubst du, dass Leute gibt, die dich hassen? Ja, auf jeden Fall gibt es Leute, die mich hassen, aber die kennen mich nicht. Die wollen mich so gern kennenlernen, aber die lernen mich nicht kennen. Deswegen hassen die mich, weil die niemals an mich rankommen werden. So, weißt du? Was hast du eigentlich seit dem letzten Album gemacht? Also ich habe viel Geld ausgegeben. Ich habe Geld ausgegeben. Was habe ich noch gemacht? Ich war in Amerika, ich war in Russland, ich war in... Überall, ich bin gefickt. Mein Auto hat 220.000 Kilometer, der Hurensohn. Ich habe den heute verkauft, den Nutten. Aber nicht, dass ihr denkt, ich habe den verkauft, weil es mir schlecht geht und ich in mein Album investieren muss. Nein. Ich hab den verkauft, weil ich mir einen neuen hole, Dicker. Fällt es dir schwer, Texte zu schreiben? Nein, Mann, was für schwer, Alter. Ich spuck die Dinger ein. Ach, gut, Dicker. Ja. Baba Haft, du weißt, hey, wir ficken alles. Aslak ist die Macht, Motherfuck. Nein, wann schreibst du deine Texte? Wann ich meine Texte schreibe? Zwischendurch? Zwischen 12 und 3. Und nachts immer noch? Ja. Ich glaube, das hast du damals schon erzählt. Ja, ich mach die Ritus zu Hause. Steht doch im Internet, dass ich Rituale mache und Texte schreibe. Mit Schruf, Geister in mein Zimmer, mit den goldenen Akroplatten, die hängen so gleichmäßig. Die drehen sich dann um, so nach 12. Die Akroplatten, die goldenen, und dann fange ich an, meine Ritus zu machen. Mach ich Uga, 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 dann mach ich den Beat an. Dann kommt noch Blanco, aber Blanco ist ja eigentlich in Köln, der schickt seine Seele vorbei. Dann kommt er, dann baut er den Beat vor Ort zu, Steff. Und dann kommt der Song zustande. Denno, du geile Sau. Okay, aber viel. Das ist ein sehr guter Bruder, der war auch mit mir in Berlin gewesen. Schöne Rulli am Arm, Denno, hä? Ist nur eine Uhr, gell?
Schöne Rolli am Arm. Keine Blendowies. Alles original, mein Freund. Keine Bitches. Okay, vielen Leuten fällt ja das zweite Album sehr schwer. Dir auch? Wer's? Vielen Leuten? Vielen Leuten, also vielen Künstlern, fällt das zweite Album sehr schwer. Wie fällt es schwer? Ach, so eins zu machen? So eins zu machen, ja. Ja, geile Sau, das wollte ich hören, Alter. Haftbefehl 2.0, Haftbefehl, ja, Steiger, hat's gefeiert. Nein, fällt es dir auch schwer? Wieso? Ganz einfach, Digga, Alter. Wenn man, guck mal, ich sag dir mal, Steiger, ich kann doch jetzt nicht wieder ein Album machen, wo ich die ganze Zeit böse auf Block abfahre, so, weißt du? Ich bin doch gar nicht am Block, Digga. Ich bin die ganze Zeit unterwegs, Alter. Ich wohne nicht mehr da, wo ich gewohnt habe. Ich wohne schon länger nicht da. Ich bin außerhalb, Digga. Ich habe alles gesehen und habe alles, aber ich komme sehr gerne nach Frankfurt. Ich gebe Geld aus. Was soll ich erzählen, dass ich am Block stehe und Drogen verkaufe? Okay, ich erzähle es schon auf dem Album. Ja? Aber ich habe dieses düstere Sound, dieses Französische und so. Digga, es ist Money Time, Alter. Digga. Ist Plattengeschäft eigentlich so was Ähnliches wie Drogengeschäft? Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr ähnlich. Also Musikgeschäft ist noch dreckiger als Drogengeschäft. Du verkaufst Träume in Tütchen. Ich verkaufe immer noch Tütchen. Ja. Jetzt ins CD-Tütchen. Jetzt ins CD-Tütchen, ins Saturn-Tütchen oder Mediamarkt-Tütchen, Alter. Oder ins Amazon-Tütchen, Alter. Kriegst du ja schön. Wie viel Gramm? So 180 Gramm für 20 Euro, Alter. Für 18 Euro oder so kriegt jetzt. Mehr, Digga, mehr. Papers kriegt ihr auch, Booklet. Glaubst du, dass Geld irgendwann mal so Sachen wie Sex oder so ablöst? In Amerika sagen viele Rap-Künstler, Geld ist wichtiger als Sex. Geld ist wichtiger. Also Geld, Money over Bitches meinst du, gell? Das stimmt, Alter. Für mich auch, ja. Money over Bitches auf jeden Fall. Money over... Aber, also, ach was. Okay, Money over Bitches. Terminiert... Über Nudis. Wenn du jetzt hier die Wahl hättest, nie wieder Geld oder nie wieder Sex, wofür würdest du dich entscheiden? Ah, das ist eine Frage. Alter. Scheiß auf Geld dann. Sag mal, lieber Kotze, würdest du lieber Kotze oder Durchfall trinken? Was? Nochmal. Wenn du die Auswahl hättest, wenn du was trinken müsstest, Kotze oder Durchfall, was würdest du eher trinken? Ein Schwanz. Ein Schwanz. Okay, wir fahren jetzt ins Parkhaus Maizei. Maizei, ja, wir gehen jetzt in die Stadt. Das ist so ein riesiges Einkaufszentrum an der Zeile. So gut, das ist nicht gelungen, Alter, ich schwör. Was ist die Zeile? Die Zeile ist die Edel-Einkaufsstraße. Das ist unsere, wie die Königstraße in Königsdüsseldorf. Nein, Königsallee ist Düsseldorf. Stuttgart, Königstraße, Düsseldorf, Königsallee. Berlin, Kudamm. Ja. Frankfurt, Zeil. Hamburg... Keine Ahnung, was in Hamburg ist. Neuer Wahl? Ja, kann sein. Okay. Irgendwie so. Hamburg. Also das ist so auf jeden Fall die City-Zeil. Frankfurt. Düsseldorf. Köln. Was haben wir? Köln? Stadt? Keine Ahnung. Okay, also wir gehen jetzt zu was gehen wir? GameStop. Wir gehen zu GameStop, ja. Ich habe ein bisschen Geld gespart. Ich habe ja mein Auto jetzt verkauft und kaufen mir jetzt eine Playstation. Was spielst du da? Mit Reifen, hä? Ja, sehr schön. Was spiele? Ich weiß nicht, wir suchen jetzt ein Autospiel. Nein, GTA 5 ist draußen, habe ich gehört. Stimmt das? Ja. Ja, ich kaufe mir das jetzt direkt. GTA 5 ist draußen, Alter. Haftholz jetzt. GTA 5 und Pro Evo. Alles klar. Wir sehen uns bei GameStop. Bang. Was ist kein Deutsch, was ich mache, ist Kamacho. Was ist kein Deutsch, was ich mache, ist Kamacho. Was ist kein Deutsch, was ich mache, ist Kamacho. Was ist kein Deutsch, was ist kein Deutsch. Das ist kein Deutsch, was ich mache, ist Kanakisch.